Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Dominations. Wie ihr seht, wurde ich gerade schon wieder angegriffen. Richtig bittere Aktion. Da können wir uns auf jeden Fall mal die Wiederholung angucken. Gucken, was sie da gerissen haben. Ich habe ja ein bisschen umgebaut. Ich habe mein Stadtzentrum nach außen verlagert, um natürlich meine Ressourcen besser schützen zu können. Das ist mir sehr, sehr wichtig, um natürlich schnellstmöglich hier so viel wie möglich auszubauen. Von daher habe ich mich dafür erstmal entschieden. Klar, Ordenpunkte verliert man. Damit muss man rechnen. Aber die Güte daran ist einfach mal, dass man sehr schwer an Ressourcen kommt. Also ihr seht schon, die habe ich relativ weit vom Stadtzentrum entfernt. Klar, außer hier die Mühle. Das geht eigentlich noch. Aber wie gesagt, wenn sie von da angreifen, wollte ich natürlich auch nicht, dass sie gleich alles kaputt machen können. Von daher habe ich mich so entschieden. Ich muss so ganz ehrlich sagen, ich fahre so ganz gut. Also ressourcentechnisch ist es auf jeden Fall mega. Können wir gleich mal reingucken. Also hier seht ihr schon, hier haben sie Janisch geholt. Klar, die greifen noch nicht mit so vielen Leuten an, aber das Gute ist einfach mal daran, dass mir die Ressourcen irgendwie erhalten bleiben. Hier ist ein bisschen Nahrung weg, aber wenn er so mal guckt, also ressourcentechnisch habe ich eigentlich relativ wenig verloren. Hier habe ich umgebaut gehabt, also da war es halt noch ein bisschen anders aus, glaube ich, oder? Hier seht ihr das auch, da haben sie mir auf jeden Fall immer ein bisschen mehr abgezogen, also von daher denke ich, dass ich da auf jeden Fall alles richtig mache. Also hier 100.000, 200.000. Und nachdem ich das umgebaut habe, hat es sich auf jeden Fall richtig derbe nach unten manövriert. Also seht ihr ja gleich, dass das ein bisschen anders aussieht. Ihr könnt, und hier seht ihr auch außerdem ordentechnisch minus 5, ja mal minus 10, okay. Aber eigentlich geht es soweit. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Besser als minus 14 und so eine Schoten. So, gucken wir mal einen Angriff. Was ist da so gegangen? Hier haben wir plus 18 geholt. Das war natürlich auch richtig mega. Können wir uns so gleich nochmal angucken. Aber wir können uns erstmal eine Verteidigung angucken. Das ist erstmal wichtig. Checken wir einfach mal den hier ab. Gucken, was der da gerissen hat. So, da greift er zwar an, macht das Stadtzentrum in den Arsch. Damit kann ich leben, aber das Gute ist natürlich, dass hier gleich Truppen kommen ohne Ende und die natürlich auch relativ schnell auseinandermetzeln. Also Feierabend, so schnell ging das. 7% hat er geholt, klar, das Stadtzentrum ist im Arsch, aber ist egal. Damit kann ich auf alle Fälle ganz gut umgehen, aber ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, was da so geht. Hier sieht es nicht anders aus. Ich suche mal irgendwo ein paar mehr Truppen sind. Das ist ein bisschen besser immer. Nehmen wir den einfach. Der hat natürlich auch ein bisschen Ressourcen geholt, also der hat auf jeden Fall gut Nahrung nur abgestaubt. Aber von 137.000 gerade mal ein bisschen in eine 50er. Also Güte ist, wenn sie mein Stadtzentrum angreifen, seht ihr natürlich gleich meine Stelle und meine Garnison sind gleich alle gut dabei, um Verteidiger zu produzieren. Von daher sehen die eigentlich relativ blöd aus, muss ich sagen. Das Stadtzentrum wird zerstört und dann kommen auch meine Verteidiger an. Von daher ist es auf jeden Fall richtig mega, so wie es ist. Also mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Hier holt er sich natürlich noch ein paar Ressourcen. Ja, nicht so dumm der Kollege, aber so lange wird er natürlich auch nicht durchhalten. So, wo greifen sie noch an? Da kommen sie. Ich mach mal ein bisschen schneller. Hat er hier noch irgendwo was? Nö, hat er nicht. So, dann wartet du gleich. Hoffe ich jedenfalls. Jetzt kommen sie wieder von da. So, ja, nee, so blöd wie er das macht. Da kommen auch gleich noch welche. Aber wir haben natürlich jetzt schon Typen hier am Start. Also von daher kommen sie auf jeden Fall nicht mehr klar. Unsere Gegner, jetzt ist so Feierabend, 37%. Von daher denke ich schon, dass wir uns da ganz gut verkauft haben. Können erstmal wieder nach Hause zischen und dann werden wir uns auf jeden Fall mal einen Angriff von mir angucken. Gucken, was wir da so gerissen haben. Bin ich mal gespannt. Gehen wir hier auf. Weiß ich nämlich auch nicht mehr ganz genau. Ressourcentechnisch war da halt nicht viel drin, aber dadurch, dass ich halt immer relativ viel Orden oder relativ wenig Orden, aber ich habe halt immer Orden verloren, wenn sie mich angegriffen haben. Von daher habe ich mich entschieden, Mann, ich baue auf jeden Fall mal wieder ein paar Orden dazu. Deshalb habe ich hier angegriffen. Habe von hier oben angefangen, habe meine Truppen hier alle komplett hingefeuert. Seht ihr, jetzt kommen sie alle angeknallt und machen hier Bambule. Hier habe ich mein TNT schon genutzt, seht ihr ja. Dann machen wir hier eigentlich relativ gut Alarm. Da seht ihr auch, dass wir gut einreiten. Das Doofe ist einfach mal nur,
der Katapult und hier der Kanonenturm, die waren auf jeden Fall ein Dorn im Auge. Deshalb zerstöre ich die jetzt natürlich auch so schnell wie möglich. Das ist wichtig, um so viel Reiter wie möglich zu behalten. Beziehungsweise meine Schokonus, die sind ja sehr anfällig gegen die Katapulte. Von daher müssen wir das Teil natürlich auch so schnell wie möglich zerstören. Machen wir jetzt und dann ist soweit alles schick. Aber auf jeden Fall ruppen wir hier gut weit auseinander. Ich denke schon, dass wir uns ganz gut verkaufen. Ressourcentechnisch ist zwar nicht viel drin, aber damit kann ich einfach ganz gut leben. Wisst ihr nicht, wie macht ihr denn? Geht ihr immer nur auf Ressourcen oder geht ihr auf Ohren mal und mal so? Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, dann schreibt das mal in die Kommentare. So, auf jeden Fall zerstören wir hier relativ gut. Bei 100% sind wir. Aber wir haben den 5. Stern nicht bekommen, weil wir das Stadtzentrum nicht so schnell zerstört haben. Von daher war es ein bisschen bitter. Gut, okay, aber ist egal. Ressourcen waren jetzt auch nicht allzu viele drin, aber ist egal. Auf jeden Fall haben wir ein paar Ohren bekommen. Darauf kommt es auf alle Fälle an. So, dann haben wir 3 Bewohner hier am Start. Könnten natürlich nochmal unsere Obstbäume und natürlich unsere Goldminen abernten. Aber das will ich jetzt erstmal nicht machen. Wir gucken erstmal hier. Deine Weisen haben Folgendes entdeckt. Partisan, diese Technologie erhöht die Gesundheit von Verteidigern um 20%. Das ist natürlich auch richtig mega. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. So, wie verfahren wir weiter? Was können wir auf jeden Fall eventuell noch ausbauen? Da würde ich sagen, gucken wir einfach mal in eine Bücherei nach und checken da einfach mal die Lage. Was war hier noch machen können. 1,5 Millionen, gut, okay, da könnte man darunter sparen, um natürlich weitere Verteidiger zum Stadtzentrum hinzuzufügen. Aber das lohnt sich sowieso nicht, weil mein Stadtzentrum steht erstmal draußen, von daher müsste man sich überlegen, wie man hier am besten agiert, da bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Was wollte ich noch gucken? Ah, 675 brauchen wir, das ist natürlich richtig bitter, 672 haben wir am Start, von daher ist das auf jeden Fall bitter, da würde ich aber sagen, wir werden einfach mal ein paar Rehe jagen und dann gucken wir, ob wir unseren Nobunaga irgendwie pimpen können, das wäre natürlich richtig mega, wenn wir die 675.000 auf 3 kriegen. So, ich habe hier gerade einen Kommentar gehabt auf meinem YouTube-Kanal. Da stand halt, ob ich mal ein Video machen kann von einer Stunde. Ich weiß nicht, steht ihr da drauf oder sagt ihr, Mann, 10-Minuten-Videos sind eher besser? Sind ja alle ein bisschen anders. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da drüber so denkt. Ob er sagt, ja, eine Stunde oder doch lieber 10 Minuten oder nur eine halbe. Weiß ich nicht. Was ist die optimale Zeit? Schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall richtig derbe interessieren. So, dann haben wir unsere 675.000 auch am Start. Das heißt, wir werden auf jeden Fall unseren General erst mal nochmal pimpen. Das ist auf jeden Fall richtig wichtig, denke ich auf jeden Fall. Von daher mache ich das auch. 8 Stunden dauert das, zack. Damit können wir ganz gut leben. Außerdem könnten wir jetzt, wie gesagt, auch hier nochmal was erforschen, wenn wir wollten. Aber da würde ich sagen, werden wir unsere Kohle erstmal sparen. Eventuell können wir dann die Partisanen auf Stufe Nummer 3 gleich pimpen. Das wäre natürlich richtig mega. 1,35 Mille brauchen wir da. Von daher würde ich da auf jeden Fall noch ein bisschen sparen. So, was machen wir dann? Wollen wir nochmal einen Kampf gehen? Ich würde sagen, nö, meinen Friedensvertrag werde ich auf jeden Fall erstmal abwarten. Eine Verteidigung habt ihr gesehen, beziehungsweise 2 unten Angriff. Hier können wir uns nochmal ihn angucken, wo wir ein bisschen mehr abgeräumt haben. 100.000, 100.000. Hier haben wir 300, aber das habe ich euch schon mal gezeigt. Würde ich sagen, gucken wir hier oben einfach mal nach. 105, da, das ist doch ja nicht so verkehrt. Checken wir da einfach mal die Lage, gucken, was wir da gerissen haben. Klar, ohrentechnisch war da nicht so viel drin. Wir haben Gegner auf Level Nummer 100. Ressourcentechnisch hat er auf jeden Fall eine ganze Menge zur Verfügung gestellt, die wir uns holen können. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wir greifen von hier unten an. Machen wir ein bisschen schneller. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall richtig gute Ressourcen, also Nahrung haben wir auf jeden Fall schon richtig am Start. Geht auf jeden Fall gut ab. Ah, jetzt ist Global Schicht im Schacht, jetzt kommen die ganzen Truppen hier angehämmert.
Von daher war es schon ganz gut, dass wir von hier unten angefangen haben. Also das war auf jeden Fall unser Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können uns ja auch nochmal eine Verteidigung oder einen Angriff angucken. Ich würde sagen, da gucken wir gleich nochmal rein, ob wir da noch was finden, was hier auch ein bisschen rumpelt. Hier können wir mal gucken. So, von wo greifen wir an? Das weiß ich selber nicht. Hallo? Ah, von da oben, alles klar. Ah, hier seht ihr schon, der Katapult macht ein bisschen Bambule. Hätten wir uns vielleicht doch sparen können, das TNT, und hätten es lieber hier hinten mal aufgehämmert. Aber ist egal. Jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt können wir es eh nicht ändern. Hier könnten wir auf jeden Fall eine Sabotage noch aufhämmern. Das wäre auch relativ wichtig. Haben wir auch. Gut, sehr schön. So, ressourcentechnisch haben wir eigentlich auch schon ein bisschen was auf Tasche. Von daher ist es soweit eigentlich okay, muss ich sagen. Läuft auf jeden Fall. Klar, ein bisschen Nahrung fehlt uns noch. Wir hätten gleich mal hier raufgehen sollen, aber ist egal. Hier kriegen wir aber doch noch ein bisschen was. Das rumpelt dann doch noch ein bisschen. Coole Sache. Jetzt haben wir auch eigentlich alles abgeholt, was wir abholen konnten. Von daher haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht. Bei 96% sind wir. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Die 100% schaffen wir auch nicht. Schade eigentlich, aber trotzdem war es ein guter Run. Also war auf jeden Fall eine fette Runde. Hat mir gefallen. Hat doch Spaß gemacht wie die Sau. Von daher würde ich auch sagen, sind wir für heute erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.